Nach 5 Stunden haben wir jetzt das wunderschöne Schweden erreicht, um genau zu sein, Fitze. Ja, und dann sehen wir mal weiter. Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Das mittlere Raketenartilleriesystem, MAS-2 auch genannt, basiert auf dem Schützenpanzer Bradley, wird angetrieben von 500 PS Dieselmotor. Darauf sitzen 3-Mann-Besatzung, der Kraftfahrer, der Bediener und der Kommandant. 3, 2, 1, feuern kommt! Erster hier, 3-0. Kommen. Erster. Innerhalb, Volltreffer. Ja, das Besondere an dieser Rakete ist, dass es technisch sehr hoch entwickelt ist. Wir mit dieser Rakete diese Verfahren hier üben müssen und diese Rakete durch die GPS-Steuerung eine Hochpräzisionswaffe ist. Und diese Erfahrung wollen wir hier sammeln während dieser Übung. Wir schießen hier in Schweden und nutzen den Übungsplatz, weil wir die Möglichkeiten so in Deutschland nicht haben. Wir finden hier auf dieser Testrange, das ist also eine Testrange, um das auszuprobieren und nutzen vor allen Dingen hier dieses hochtechnische System, um die Erfahrungen zu sammeln. Und nur hier in Schweden haben wir aufgrund der Entfernung und der Örtlichkeiten vor Ort die Möglichkeit, um das überhaupt durchführen zu können. Wir befinden uns hier im Zielgebiet, ca. 26 Kilometer vom Abfeuerpunkt entfernt. Dort haben wir vor 3 bzw. 4 Tagen mit unserer Guided Unitary Rakete insgesamt 12 Raketen auf dieses Zielgebiet abgefeuert. Beim Abfeuern hatten wir noch 2-stellige Plusgrade. Jetzt 3 bzw. 4 Tage später sehen Sie, hier liegt schon Schnee in Schweden. Hinter mir sehen Sie direkt ein Ziel. Das war ein schematisch dargestelltes Hochhaus, bestehend aus Seekontainern, die miteinander verbunden und verschweißt waren. Die Rakete war imstande, dass sie GPS unterstützt und sich selbst nachsteuert, direkt das Hochhaus von oben zu treffen. Der Auftrag, den wir hatten, dieses Hochhaus zu zerstören und so wenig wie möglich Kollateralschäden zu verursachen, haben wir hier voll und ganz erfüllt. Sämtliche andere Ziele, die Sie auch hier bereits gesehen haben in diesem Zielgebiet, haben wir ebenfalls sehr präzise bekämpft und ich bin stolz darauf, dass wir so eine gute Rakete unser eigen nennen können und diese hier in Schweden testen konnten.